Hi, ich hätte niemals geglaubt, dass ich das auch mal sagen würde, aber der Oktober ist tatsächlich schon vorbei und das heißt, dass das Jahr sich quasi auch dem Ende zuneigt. Und ja, deswegen würde ich mal sagen, zeige ich euch heute meine Oktoberfavoriten. Und wer hätte es gedacht, ich fange natürlich mit Lippenprodukten an und da habe ich gerade wirklich etwas für mich entdeckt. Ich möchte am liebsten alle davon haben und zwar ist das von e.l.f. der Supershine Super Glossy Lip Shine mit SPF 25. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann seht ihr, dass ich noch einige andere e.l.f. Produkte gekauft habe. Aber das ist für mich wirklich so das absolute Highlight. Ich habe einmal die Farbe Watermelon und hier habe ich auch noch einen in der Farbe Pink Kiss. Den habe ich noch nicht probiert. Der hier ist aber so ein bisschen mehr herbsttauglich, weil er doch so ein bisschen in diese flaumige Rosenholzrichtung geht. Ich muss wirklich sagen, das ist der beste Lipgloss, den ich seit ewigen Zeiten probiert habe. Was ich einfach so toll dran finde, ist die Haltbarkeit. Ich habe den letztens den ganzen Tag getragen und ich habe nur einmal neu aufgetragen und der Gloss war die ganze Zeit da. Er rutscht nicht so eklig in die Lippenfältchen. Ich finde gerade so bei MAC Lip Glasses fangen die irgendwann an, sich so zusammenzuziehen. Also auf jeden Fall bei mir und dann wandern die überall hin und oh, dann habe ich da irgendwann so, naja, so eklige Ansammlungen. Und der hier überhaupt nicht. Kosten wirklich, haltet euch mal fest, 1,79 € und es ist wirklich unschlagbar. Das war es natürlich noch nicht mit den Lippenprodukten, aber ich glaube, ich muss mich langsam nicht mehr rechtfertigen dafür, dass ich immer so viele Lippensachen habe, weil ihr, glaube ich, mittlerweile alle wisst, ich habe ein sehr großes Herz für Lippenprodukte und deswegen habe ich auch sehr geliebt Rebel von MAC. Gerade jetzt für die Jahreszeit ist so ein ganz schönes Pflaume. Bei mir kommt das so ein bisschen pink raus, aber ich finde ihn einfach nur toll. Und durch seinen Satin Finish ist er auch sehr leicht zu tragen. Und dann habe ich auch noch aus der Supreme Sheen Reihe von MAC einen Lippenstift in der Farbe Can't Resist. Wenn ihr die beiden auch nochmal getragen sehen möchtet, guckt euch mein letztes Video an. Da habe ich nämlich meine Herbstlippenstifte mit Close-ups und so weiter und Swatches abgefilmt und da kann man die sehr schön sehen. Und das ist die Farbe Can't Resist, falls ich das noch nicht gesagt habe. Er ist so braun, aber kein matschiges Braun, sondern so ein total schönes Braun mit so einem leichten roten Anteil. Und wenn man ihn so zweimal aufträgt, dann ist so Rosenholz. Also er ist ganz, ganz schön und durch seine Textur ist er auch sehr leicht zu tragen und sehr feuchtigkeitsspendend. Und er hat eigentlich alles, was so einen perfekten Lippenstift ausmacht. Das nächste Produkt ist auf jeden Fall Back to Basics für mich. Und zwar habe ich hier von NYX die Eyeshadow Base, die weiße. Es gibt auch noch eine hautfarbene, die sind beide um die 6 € bei Douglas zu erhalten. Und ja, das ist, glaube ich, die allererste Eyeshadow Base, die ich mir jemals gekauft habe. Und sie ist auch fast leer. Also ich habe sie wirklich geliebt und ich liebe sie immer noch. Sie macht genau das, was sie tun soll. Sie lässt die Farben vibrierend rauskommen. Also auch wenn man nur ganz normale bronzige Looks schminkt, das geht überhaupt nicht so um große, lila, bunte Farben oder so. Sie lässt die Farben richtig schön wirken. Und sie bleiben den ganzen Tag, wo sie sollen. Ihr könnt die ganze Nacht feiern, wenn ihr möchtet. Und damit seid ihr absolut sicher. Also sie ist wirklich total schön. Ich war lange auf der Suche nach so dem perfekten braunen Eyeliner. Und jetzt habe ich ihn gefunden. Und zwar ist das Teddy von MAC. Wenn ihr mein MAC-Haul gesehen habt, wisst ihr, dass ich ihn noch relativ neu habe. Aber seitdem ich ihn gekauft habe, habe ich ihn wirklich täglich benutzt. Ich finde, das ist so total so das perfekte Braun. Man kann durchaus ein Smoky Eye haben und das gibt noch so ein bisschen diesen dunklen Touch dazu, aber es ist auf keinen Fall so wie bei einem schwarzen Augen-Make-up, dass man so, oh, ich finde immer so, so stark aussieht. Irgendwie ist es gerade überhaupt nicht mehr so mein Look oder schon eigentlich seit Ewigkeiten mag ich keinen schwarzen Kajal mehr tragen. Und er hat so ein ganz ein bisschen Glitzer, aber es ist überhaupt nicht schlimm. Und man sieht es, aber es sieht schön aus. Und ja, falls ihr nochmal einen richtig schönen braunen Eyeliner sucht, dann ist es der auf jeden Fall. Das nächste ist auf jeden Fall so eine Herzensangelegenheit. Und vielleicht habt ihr das schon auf Instagram gesehen, weil da habe ich das ja schon gepostet, als es in der Post war. Und zwar ist das von Hourglass die limitierte Lightning Palette. Falls ihr diese Lightning Powders von Hourglass überhaupt nicht kennt, das sind ja diese Effektpuder, die verschiedene Sachen gleichzeitig machen im Gesicht. Man kann, je nachdem, welches man davon halt kauft, also jetzt, ich rede jetzt nur von den von Hourglass, das von Chanel ist ja auch ähnlich. Auf jeden Fall
kann man damit sein Gesicht ein bisschen konturieren oder bronzen. Man kann aber auch dem Gesicht einen Glow verleihen, aber nicht im Sinne von Highlighter, sondern eher nur so Richtung Setting Powder, dass man, wenn man zu matt gegangen ist und das einfach alles so sehr fahl aussieht, kann man dem Gesicht so ein bisschen mehr Dimension zurückgeben. Man kann aber auch highlighten, also diese Lightning Palettes oder diese verschiedenen Puder, die Hourglass hat, die eröffnen einem echt so eine richtig neue Welt im Sinne von Akzente setzen. Und ich hatte immer überlegt, welche soll ich holen. Ich war immer unsicher. Und jetzt haben sie einfach eine limitierte Palette rausgebracht mit 3 verschiedenen. Und da wusste ich wusste einfach, ich brauche sie, weil, wie ich schon sagte, ich habe immer nie gewusst, welche soll ich nehmen. Und jetzt habe ich 3 verschiedene und ich liebe sie einfach so sehr. Also ich verlinke euch unten auch nochmal alles, wo ihr die Sachen kaufen könnt. Und das verlinke ich euch auch nochmal. Und falls ihr da Interesse habt, also riesengroße Empfehlung, wirklich. Sie ist so wundervoll. Und damit kam auch der Mineral Primer in so einer kleinen Probiergröße. Und ich muss sagen, ich habe irgendwie Angst, aber er ist so toll. Er macht so total das samtige Finish und die Foundation, die gleitet nur so übers Gesicht. Ich werde ihn mir jetzt nicht nachkaufen, weil er auch schweineteuer ist. Aber wenn meine ganzen anderen Primer leer sind, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der relativ schnell bei mir einzieht. Ich finde es auch irgendwie immer ganz wichtig, so Basisprodukte zu zeigen und nicht nur immer so die knalligen Sachen. Und hier habe ich in puncto Nägeln etwas, was für mich wirklich meine ganze Nagelsituation weltbewegend verändert hat. Und zwar ist das von P2 der Ultra Strong Nail Hardener, also ein Nagelhärter. Ich habe extrem weiche Fingernägel. Sie brechen mir ständig ab. Ich kann tun und machen, was ich will. Ich kann auch so 5 Tage lang so sitzen. Am 6. Tag brechen sie mir trotzdem alle ab. Ich benutze den eigentlich immer, wenn ich meine Nägel lackiere. Gebe das vorher so rauf. Das ist so ein leichtes Öl. Man merkt dann auch, wenn ihr auch mal im Nagelstudio wart, dann wisst ihr, was ich meine. Man merkt auch so ein bisschen so ein Ziepen auf den Nägeln. Also relativ unangenehm, aber man gewöhnt sich dran. Und ja, er hat mir wirklich nach der ersten Anwendung hat er mich umgehauen. Seitdem ich das benutze, und das kostet ja wirklich nicht viel von P2, sind meine Nägel hart. Ich mache keinen Witz. Sie sind also für meine Verhältnisse hart. Natürlich brechen sie noch ab, aber nicht ansatzweise so viel, wie sie früher abgebrochen sind. Also riesengroße Empfehlung. Dann lackiere ich natürlich ganz normal meine Nägel. Ich habe heute übrigens von Essie After School Boy Blazer drauf. Das ist ja dieses ganz tiefe, dunkle Navy-Blau. Und ich bin total verliebt. Der ist gerade limitiert. Also falls ihr sehr dunkle, blaue Nagellacke mögt, schaut ihn euch auf jeden Fall an. Und dann muss ich natürlich immer noch einen Topcoat benutzen, sonst splittert, glaube ich, jeder Nagellack schon nach spätestens 2 Tagen ab. Seit Jahren mein absoluter Lieblingstopcoat. Und zwar ist das der von Sash Beat. Der trocknet extrem schnell und hat so eine relativ dicke Konsistenz. Also man hat das Gefühl, so ein bisschen den Gel-Effekt zu haben. Und ja, hier die Basis und hier der Topcoat, die beiden machen ein ganz schönes Baby. Ich bin sehr verliebt. In puncto Haare gibt es derzeit wirklich 2 Produkte, die mich absolut vom Hocker hauen. Und zwar ist das einmal mein Kokosöl. Ich verlinke euch unten mein Video zu meinem Update, also als ich meine Haare habe färben lassen. Und da habe ich euch ja auch meine Haarpflegeroutine gezeigt. Auf jeden Fall benutze ich das immer noch so 1-2 Mal die Woche. Habe es auch heute Morgen wieder benutzt und das tut den Haaren wirklich so gut. Also gerade wenn sie trocken sind, das ist ein absolutes Wunderzeug. Ich benutze wirklich seit Jahren Hitzeschutz und ich habe mich immer dran gehalten und man soll das machen, damit die Haare nicht kaputt gehen und so weiter. Es hat aber nie etwas gebracht. Also wirklich, ich habe nie irgendeinen Effekt gesehen, bis ich dann dieses hier entdeckt habe. Und zwar ist das von Aveda das Damage Control aus der Brilliant Reihe. Ich finde den Geruch total so würzig. Also viele Aveda Produkte riechen ja so ein bisschen würzig, aber sehr frisch, also ein total angenehmes Haargefühl und der Duft bleibt auch so ein bisschen und ich muss wirklich sagen, seitdem ich das benutze, merke ich, ob ich meine Haare glätte oder Locken mache oder einfach nur föhne. Ich benutze das wirklich immer, egal was ich mache mit Hitze und ich merke einen Unterschied. Sie sind weniger kaputt und das muss daran liegen. Also es muss einfach daran liegen, sonst habe ich nichts verändert, außer dieses Produkt hinzugefügt. Und ja, wie ihr seht, ich habe auch schon die Hälfte aufgebraucht. Das ist für mich wirklich so die Revolution in meiner Haarpflege. Duftmäßig habe ich genau ein Parfüm getragen und zwar ist es das von Elisab.
Ich habe mir mal kurz rausgesucht, wonach das riecht. Denn wenn ich jetzt anfangen würde, Freestyle hier irgendwelche Düfte zu erklären, würde uns das nirgendwo hinführen, weil ich kann das einfach nicht. Und zwar steht hier, dass die Kopfnote Orangenblüte ist, Herznote Jasmin Sambac Patchouli und die Basisnote Zedernholz Rosenhonig. Ich finde gerade so Patchouli, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das tragen ja, ich möchte niemandem zu nahe treten, so Gothic-Leute so ein bisschen. Oder ich glaube, meine Mutter hat das in den 70ern getragen, als sie so ein Hippie war. Auf jeden Fall ist das so ein Geruch, oh, der ist so extrem schwer und so super süß und es ist so gar nicht meins. Und auch alle anderen Sachen würde ich jetzt, wenn ich das lese, denken, nee, total abschreckend. Aber wenn man das dann in dieser Mischung riecht, das ist wirklich, oh, das ist zuerst extrem süß. Wenn man es dann aufsprüht, merkt man, wie tief es ist und wie doch sehr kräftig das ganze Parfüm als solches ist. Es ist es auf jeden Fall mal wert, daran zu schnüffeln. Und wenn ihr so ein bisschen besondere Düfte mögt und einfach mal was Neues probieren wollt, dann... Kategorie Random wäre jetzt auf jeden Fall mal ein Pinsel, denn ich habe das Gefühl, ich rede eigentlich nie oder viel zu selten über Pinsel und das muss ich ändern, weil ich ein großer Pinselfreak bin. Und da habe ich einmal den hier. Also eigentlich habe ich, nein, ich habe den hier. Das ist der von Wayne Goss, der Konturpinsel. Ich verlinke euch mein Video zu meinem Haul, First Impressions und so weiter zu den Pinseln. Eigentlich ist das einer, mit dem man eine Kontur ziehen soll. Das hat bei mir jetzt nicht so funktioniert, aber wofür ich ihn liebe, ist einfach hier fürs unters Auge. Wenn ich meinen Concealer setze oder so ein bisschen auf der Nase, man kann damit ganz, ganz toll partiell arbeiten. Dadurch, dass er hier oben so ein bisschen spitz zulaufend ist. Und ich habe einfach den hier mitgebracht, einfach als Option, falls ihr sowas gerne hättet, aber euch der zu teuer ist oder ihr einfach sagt, ich habe irgendwie keine Lust, das jetzt groß zu investieren. Dann gibt es von e.l.f. den Small Tapered Brush. Ich verlinke euch das auch unten. Die sind relativ gleich. Natürlich ist der von Wayne, mal wieder mein bester Freund, wesentlich weicher, muss ich natürlich sagen. Aber der hier erledigt den Job genauso schön. Man kann damit auch sehr toll setten und einfach partiell im Gesicht arbeiten. Und ja, die beiden Pinsel sind wirklich im täglichen Gebrauch bei mir. Das waren dann auch meine Oktoberfavoriten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt so ein paar Sachen gesehen, die ihr ganz spannend fandet. Und vor allem, ach, ich muss es hier gerade noch mal kurz einmal sprühen. Vor allem müsst ihr euch diesen Duft mal anschauen. Der ist wirklich so toll. Und wie immer dürft ihr mir natürlich gerne oder wenn ihr mögt, meine sozialen Plattformen liken oder einfach mir schreiben. Da freue ich mich immer total drüber. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen ganz schönen Sonntag und startet schön in die Woche. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall ganz bald wieder und ich freue mich. Bis dahin, ciao!